Ja, hallo zu unserem sechsten Coronomics-Podcast. Grüß dich, Christian. Heute ein bisschen später, aber ja, wir mussten ein paar Dinge umschichten. Wir haben... Ja, guten Abend, Rüdiger. Ja, genau. Diesmal ist guten Abend für dich, guten Tag für mich. Wir haben das letzte Mal ja schon über Liquiditätsversorgung der Wirtschaft, vor allem auch der Produktionsseite der Wirtschaft, der Firmen gesprochen. Und die natürliche Frage, die sich jetzt auch viele stellen und die wir uns auch stellen wollen heute, ist, sozusagen, reicht das oder braucht es eigentlich mehr? Ja, also ich glaube, es braucht ein bisschen mehr und ich habe da so drei Punkte in etwa im Kopf, warum. Ja, der erste Punkt ist, darauf sind wir schon immer mal wieder eingegangen, ist eben dieser Externalitätenpunkt, der das Schließen von Hotels, von Gaststätten etc. Ist eben notwendig, um andere zu schützen und der Vorteil davon, der betrifft nicht diejenigen, die das schließen. Und ich glaube, und so ein bisschen sehen wir das ja schon, das gibt gegebenenfalls halt eine politökonomische Dimension des Ganzen. Also um es mal ganz sozusagen ganz konkret zu sagen, warum der Hotelier an irgendeinem See oder in irgendeinem Bergdorf, der sagt, warum soll ich zumachen und einen Kredit aufnehmen und dann mit hohen Schulden rauskommen, wenn klar, gut, ich schütze damit vielleicht die Bevölkerung, aber was habe ich eigentlich da davon ökonomisch? Richtig, darum geht's. Genau. Jetzt kann man sagen, naja, das befehlen wir dem halt, aber das wird natürlich in der Demokratie, sind das Aushandlungsprozesse. Richtig. Ja, und dann entsteht da entsprechender Druck. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich festzulegen, dass das Kosten sind, die die Gemeinschaft zu tragen hat am Ende. Also dort, wo wir aus Gesundheitsschutzgründen schließen müssen, wo besonders stark Betroffene sind, ich glaube, da ist wichtig, sich festzulegen, einfach zu sagen, das sind nicht die Kosten, die bei dir liegen bleiben, sondern die Kosten, die verteilen wir. Das ist irgendwie eine Frage von Gerechtigkeit, aber das ist vor allem eine Frage eben von Strategie, von Langfristigkeit. Ja, und so Incentives, Anreize. Okay, aber du hast von drei Problemen gesprochen. Komm mal zu den, lass uns ja, mal zu Problem 2 und 3 kommen. Problem 2 ist, das ist damit verbunden, dass ich glaube, dass gegebenenfalls die Frage ist, für den Einzelnen, soll ich überhaupt diesen Kredit nehmen, wenn ich am Ende da hochverschuldet rauskomme und so verschuldet bin, dass ich gar nicht den Betrieb weiterführen kann eigentlich. Mhm. Und dann hilft mir die Liquidität auch nicht, dann mache ich den Betrieb trotzdem zu, weil es halt wir nicht in so einer perfekten Finanzierungstextbuchwelt leben, sondern eben in einer, wo auch für das weitere wirtschaftliche Bestehen die Tiefe der Taschen, die Eigenkapitalausstattung durchaus wichtig ist. Ja, und das Dritte ist, das ist sich ein bisschen damit verbunden, ist das, was in der Literatur Hold-up-Problem genannt wird. Dass, wenn jetzt ein Unternehmen sehr stark verschuldet ist, es in der Zukunft sein Verhalten ändert. Mhm. Also einfach nicht mehr investiert, weil davon dann die Kreditgeber profitieren, man sich nicht mehr so stark anstrengt, weil dann profitiert davon der allgemeine Steuerzahler, der eben seine Schulden zurückbezahlt bekommt oder den Kredit zurückbezahlt bekommt, aber nicht der Eigentümer des Betriebs etc. Das kann problematisch sein, insbesondere wenn die Schulden sehr, sehr groß werden. Und das ist für einige Bereiche sicherlich ein Risiko. Also halten wir mal fest, die Liquiditätsschutzmauer war richtig. Ja, aber es wird, um eben die Wirtschaft am Laufen zu halten, um sie nicht abstürzen zu lassen. Also insofern hat man da, also haben auch wir nichts zurückzunehmen, die immer gefordert haben, diese Liquiditätsschutzmauer. Und insofern hat die Politik da richtig gehandelt. Jetzt sozusagen aber, nachdem man sich sozusagen diesen Schutzschirm errichtet hat und man ein bisschen Atemzeit bekommen hat, wird man auch überlegen müssen, dann am Ende, was an diese Liquiditätsversorgung, was an der sozusagen als permanenter, ja, Transfer, und da sind wir beim Stichwort, oder Beteiligung des Kreditgebers, in dem Fall dann dem Staat oder staatliche Institutionen wie der KfW sozusagen sozusagen dauerhaft transferiert wurde, ja, oder zumindest länger transferiert wurde. Und da ist jetzt die interessante Frage, wie, also wenn man glaubt, und du hast ja die drei Gründe, mindestens gut drei gute Gründe genannt, warum man das wird zum Teil wird brauchen können, wird benötigen. Die Frage ist jetzt, wie gestaltet man das eigentlich genau aus? Also die eine Möglichkeit wäre jetzt einfach zu sagen,
okay, der Staat verschenkt das Geld oder beziehungsweise das ist halt ein Kredit, der nie zurückgezahlt werden muss de facto. Ja. Das wäre eine Möglichkeit. Das wäre dann einfach eine Übertragung von Mitteln. Aber es gibt ja noch andere Möglichkeiten, nämlich indem eben ja Eigenkapital oder Anteil an den betroffenen Firmen dann gehalten werden, richtig? Klar, also momentan haben wir ja in den Maßnahmenpaketen Anteile, die reine Transfers sind. Also das Kurzarbeitergeld ist ein Transfer einerseits an die Arbeitnehmer. Das ist wichtig, darüber haben wir schon gesprochen. Aber es ist eben auch so, wie das ausgestaltet wurde, als starke Entlastung der Arbeitgeber ausgestaltet worden. Ja, die sich fast gar nicht mehr beteiligen müssen an der Finanzierung von der Kurzarbeit. Also da ist man in Richtung Transfers gegangen. Man hat diese Zuschüsse für die Solo-Selbstständigen gestaltet oder für die Kleinbetriebe, die reine Zuschüsse sind. Also ein bisschen geht es da in Richtung Transfer. Von daher ist wichtig, sich zu fragen, ist das eigentlich die richtige Sache? Und da gibt es gute Argumente dagegen auch. Ja? Also indem man sagt, das Geld ist weg, zunächst mal für den Steuerzahler. Ja, genau. Und Unternehmen haben die letzten, wir kommen aus einer, zumindest für Deutschland, aus einer Situation, die sehr günstig ist. Ja, wir hatten die letzten 10 Jahre Boom. Da haben Unternehmen gut verdient. Mhm. Und da kann man auch von einem Unternehmer erwarten, Reserven anzusparen. Das haben nicht alle gemacht. Einige haben das gemacht. Jetzt ist die Frage, belohnt man diejenigen, die das nicht gemacht haben? Also so ein bisschen schon um die Dimension Moral Hazard da. Ja, das ist die eine Seite. Man will also, zu Recht sollte man das Kapital an der Finanzierung beteiligen. Also gut, angenommen, der Staat bekommt Beteiligung, also Eigenkapital. Ja, das bedeutet, auch da gibt es ja dann unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten. Das kann zum Beispiel stimmrechtslos sein. Also vielleicht will man gerade ja nicht, dass Lokalpolitiker, Kommunalpolitiker oder auch Bundespolitiker dann die in unternehmerische Entscheidungen eingreifen. Das würden sie aber tun, wenn sie sozusagen Stimmrechte hätten. Könnte man eventuell hochverzinsliche oder stimmrechtslos, aber mit Sonder sozusagen Dividenden auszustattende Eigenkapital, also hochverzinslich ist das falsche Wort, aber sozusagen eine Zuschlagsdividende für solche Eigenkapitalanteile könnte man ja durchaus instituieren, also dass der Staat nicht mitregiert, aber dann am Ende verdient und mitverdient und das am Ende dann auch, weil die eben eine höhere Dividende erfordern, möglicherweise einen Anreiz besteht, die schnell abzulösen, ja? Die schnell wieder zu verkaufen. Und dann, wenn die am Markt entsprechend rentabel sind, kann der Staat ja durchaus noch verdienen. Auf der anderen Seite, man kann natürlich das auch, denke ich, in einem Transfersystem kann man das versuchen zu kopieren, indem man halt später dann Profitsteuern oder Sonderzuschläge auf Profitsteuern erhebt, oder? Also insofern ist vielleicht die genaue juristische Ausgestaltung gar nicht so unterschiedlich, oder? Ja, also ich glaube, dass am Ende eine einfachere Lösung sein wird, sich festzulegen, dass man Unternehmensgewinne in der Zukunft stärker besteuert. Okay. Weil wir jetzt und zwar mit der Begründung, wir zahlen jetzt Transfers. Und die müssen halt dann zurückgezahlt werden. Es wird sehr schwierig ansonsten sein, Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften in ähnlicher Art und Weise zu behandeln. Das denke ich auch, weil Transfer mit plus Profitsteuern ist relativ einfach durchzuführen, oder? Und wir haben natürlich schon immer einen Unterschied zwischen der Besteuerung von Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften. Aber mein Eindruck ist, das ist sicherlich einfacher zu handhaben als all diese kleinen Details. Richtig. Und je nachdem, wie du das ausgestaltet hast, was du vorgeschlagen hast, Vorzugsdividenden und so weiter, dann rollt man doch dann ein Stück weit dann doch wieder ein bisschen stärker in das Holder-Problem rein. Eine reine Gewinnbesteuerung verschiebt nicht unbedingt die Anreize, Betriebe weiterzuführen, notwendigerweise. Insbesondere, wenn man Verlustvorträge erlaubt. Ja, also das, was jetzt nicht an Transfers gegeben wird, kann halt als Verlust vorgetragen werden. Das ist eigentlich der Regelfall. Das kann man vielleicht als Unterstützungsmaßnahme machen, aber dann gleichzeitig eben mit höheren Steuersätzen rangeht. Und die dann weiter erfolgreich sind, weil man jetzt eingreift,
Die müssen sich dann eben auch beteiligen. Ich glaube, das ist am Ende die einfacher funktionierende Lösung. Wichtig ist, wäre allerdings aus meiner Sicht, jetzt ein Signal klar zu senden an der Stelle und zu sagen, wir haben auch eine Idee, wie wir das langfristig finanzieren. Das muss nicht übermorgen sein, aber es ist schon wichtig, darüber sich jetzt Gedanken zu machen. Und mein Eindruck auch gegeben, wie die sehr kompetente Arbeit, die zurzeit im Finanzministerium gemacht wird, mit Wolfgang Schmidt und Olaf Scholz und der Truppe Jakob von Weizsäcker. Ich glaube, die sehen das Problem, ist mein Eindruck. Und da wird, bin ich mir sicher. Da darf man Entsprechendes erwarten. Vielleicht sollte man den letzten Punkt, und dann können wir vielleicht auch abschließen und den Ausblick auf morgen machen. Vielleicht sollte man den Zuschauern auch gleich nochmal sagen, wir haben ja das letzte Mal so, gestern habe ich das, also heutiges Thema als Verstaatlichung, so tongue-in-cheek eingefügt mit, wir machen jetzt mal den Kevin Kühnert. Wenn Deutsche an Verstaatlichung denken, da denken sie oft gleich an Politbüro-Wirtschaft. Ja? Und ich glaube, oder ich hoffe, dass wir in der Sendung klargemacht haben, oder in dem Podcast jetzt klarzumachen, dass es darum eben in keinem Fall gehen muss. Insofern kann man ganz beruhigt sozusagen auch schlafen. Das hat nichts mit Sozialismus zu tun, sondern das sind gute marktwirtschaftliche und ökonomische Überlegungen, die dahinter stecken und nicht irgendwelche träumerische, natürlich, man könnte auch Politbüro-Marxismus oder Politbüro-Verstaatlichung machen, vielleicht will das Kevin Kühnert sogar, aber Verstaatlichung ist ein schillernder Term, der sehr viel Subtileres bedeuten kann. Ja, um ein einfaches Beispiel zu machen, in der Finanzkrise haben wir genau das erlebt. Ja, da haben wir eine Teilverstaatlichung der Commerzbank erlebt. Und zwar in Form einer stillen Beteiligung. Die ist aber jetzt, und sie ist deshalb genau aus dem Grund als stille Beteiligung gewählt worden, weil man eben nicht wollte, dass demnächst in Berlin über das Unternehmensgeschick und was die Commerzbank tut, entschieden wird, sondern weil man will sich eben die Hände binden. Und dieses Modell ist grundsätzlich natürlich auch für alle anderen Maßnahmen denkbar, dass derjenige, der Zuschüsse abruft, als Transfer, die eben keine Transfers sind, und dann eine entsprechende Unternehmensbeteiligung ausgeben muss. Das ist für Kapitalgesellschaften einfach machbar, bei Personengesellschaften ist das natürlich schwierig denkbar. Okay, es gibt gut. Also keine Beteiligung. Also, genau. Die Bottomline ist, verstaatlichen muss nichts unbedingt Schlimmes sein, auch da kann man ganz ruhig. Aber es ist nicht unbedingt die beste Lösung für alle Probleme. Nicht die beste Probleme. Wir reden jetzt für dieses Problem. Ja, es ist aber auch nicht notwendigerweise für dieses Problem die ideale Lösung. Ich habe dir ja skizziert, ich glaube, eine Steuerlösung ist eigentlich die bessere. Sie ist ein bisschen schwieriger zu orchestrieren vielleicht, weil man sich langfristig festlegen muss. Kurzfristig kann sein, dass man nicht drum herum kommt. Gut. Aber ich denke, mit der Steuerlösung sind wir eigentlich auch aus meiner Sicht bei der europäischen Dimension des Problems, mit der wir uns morgen beschäftigen wollen. Genau. Wunderbar. Guter Übergang. Morgen reden wir über Europa. Gute Nacht, Christian. Gute Nacht.